Mein Name ist Manuela, ich komme aus Berlin, bin verheiratet und habe 2 Kinder und hatte einen Teilzeitjob. Und bis letztes Jahr um diese Zeit im Dezember bin ich noch fleißig gerannt und habe für meinen Triathlon trainiert. Fleißig gerannt, das heißt so ungefähr 100 Kilometer die Woche. Und ich habe auch aktiv an Triathlons teilgenommen, war also rundum total gesund, super sportlich, 4-mal die Woche im Fitnessstudio. Also Sport war mein Leben, konnte man nicht anders sagen. Und dann habe ich mich mit BioNTech impfen lassen, sehr viel später als alle anderen, und war dann Ende November durch mit der zweiten Impfung. Und Anfang Dezember habe ich dann gemerkt, dass ich beim Rennen keine Luft mehr bekomme und auch nicht viel weiter als 5 Kilometer komme. Das ist für mich relativ wenig eigentlich. Und ich war wahnsinnig erschöpft, wenn ich eine Treppe hochgegangen bin. Dann habe ich gleich Atemnot gehabt, musste mich hinsetzen und habe gefühlt, wie mein Herz anfängt zu pocken. Dann war ich bei meinem Hausarzt und der hat gleich ein CT vom Thorax machen lassen, weil er Verdacht auf Lungenembolie hat, weil ich gesagt habe, ich kriege so schwer Luft. Da war aber alles in Ordnung und er hat gesagt, ich soll mich halt schonen. Ist wahrscheinlich ein bisschen viel Stress im Moment und ob er mich krank schreiben soll, habe ich dann auch gesagt, nö, braucht er nicht, passt schon. Und 2 Wochen später hatte ich dann einen Hörsturz. Dann war ich gleich ganz panisch und bin von Arzt zu Arzt gegangen und hatte dann auch ein Schädel-MRT. Das war auch ohne Befund. Und bin dann daraufhin zu einem anderen Hausarzt gegangen, habe ihm die Thematik beschrieben. Der hat ein großes Blutbild gemacht und das war tadellos. Und hat auch zu mir gesagt, ich soll mal gucken, ob ich mich nicht ein bisschen entspanne. Ja, und von diesem Hörsturz habe ich mich dann den ganzen Sommer nicht erholt. Ich war quasi mit Kopfschmerzen, ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ich war total erschöpft, bin überhaupt nicht mehr aus dem Bett aufgestanden. Wir hatten eine ganz schlechte Zeit als Familie, weil ich war inzwischen zwar krankgeschrieben, aber ich konnte mich nicht mehr um den Haushalt kümmern. Also sowas wie Geschirrspüler ausräumen, das war für mich eine Tagesaktivität. Ich konnte mit den Kindern nicht mehr zu ihren Aktivitäten fahren, kein Essen mehr kochen. Also es war ganz schlimm. Ich habe dazu festgestellt, dass mich ein Facharzt zum nächsten schiebt mit, sie sind gesund, sie haben Top-Werte, sie haben super Herz. Also es ist nichts rausgekommen. Ich habe ein MRT machen lassen vom Herz, alles gut. War inzwischen relativ verzweifelt und bin dann an den Berliner Arzt Dr. Freisleben geraten, der sich mit Impfnebenwirkungen beschäftigt. Und der hat dann erstmalig einen T-Helferzellstatus erstellt. Und da kam dann raus, dass verschiedene Werte nicht in Ordnung sind. Und diese Werte hat er schon häufiger nicht in Ordnung gesehen. Und er denkt, dass es ein Impfschaden ist. Und inzwischen habe ich ist diagnostiziert bei mir eine erworbene Mitochondriopathie. Dann habe ich Perikardergüsse am Herzen, ich habe Wasser in der Lunge, ich habe meine Schilddrüse ist kaputt. Ich dachte immer Hashimoto, da fand ich immer lustig, wenn Leute das erzählt haben, weil es so ein lustiges Wort ist. Das habe ich inzwischen wohl selber. Dann habe ich diese Autoantikörper, das bedeutet, dass die Zellen in meinem Körper gegen mich richten. Und ich kann das irgendwie gar nicht glauben, weil ich mich immer auf meinen Körper verlassen konnte. Und ich dachte auch, so eine Impfung würde der locker wegstecken. Aber es hat offensichtlich bei mir im Körper ganz viel durcheinander gebracht. Vor allen Dingen meine Immunzellen, weil mein Immunstatus jetzt wohl ganz schlecht ist. Aktuell ist es so, dass die Ärzte mir auch nicht sagen können, ob diese ganzen Schäden reparabel sind. Also ich höre auf dem linken Ohr jetzt sehr viel weniger als auf dem rechten. Meine Sehfähigkeit hat total abgenommen. Und das Schlimmste ist halt, dass ich nicht weiß, ob ich je wieder mit meinem Herz richtig trainieren kann. Also ich bin früher stundenlang im See geschwommen und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, überhaupt in den See oder ins Wasser reinzugehen, um zu schwimmen. Und vor allen Dingen, dass ich mich dann irgendwann wieder auf mein Herz verlassen kann, dass es auch sowas durchhält. Und es gibt wirklich Tausende von Betroffenen. Ich meine, was ist einfacher, als sich heutzutage über das Internet zu kontaktieren und auszutauschen? Und es ist einfach so, dass ganz viele die gleichen Symptome haben. Das müssen die Ärzte doch erkennen. Ganz viel liegt auch an der Mikrozirkulation, die einfach gestört ist. Dadurch auch diese Sehschäden oder diese Störungen am Herz. Und es ist so, so wichtig, dass uns jetzt irgendwann endlich mal geholfen wird. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass die Innosferese mich jetzt hier weiterbringt. Monate nach der Apherese kann ich sagen, dass ich meine Kopfschmerzen fast komplett los bin.
Und ebenso der Druck auf meinem Herzen, also dieses Gefühl, dass man so schwer Luft kriegt und dass man sein Herz immer fühlt, das ist wirklich weg. Was halt nach wie vor geblieben ist, ist diese Fatigue, diese chronische Erschöpfung, die ich habe, die mich halt im Alltag auch so einschränkt. Das ist ein bisschen schade, aber ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich diese Schmerzen nicht mehr habe. Und ich möchte jetzt auch noch mal eine Inospherese machen und gucken, ob mir das vielleicht noch mal weiterhilft.